Nicht nur die Baumblüte in Werderhavel steht vor der Tür, wir haben auch endlich wieder die Wassersportsaison 23 eingeläutet. Und wie ihr seht, wir haben endlich gutes Wetter. Das heißt also, die Schiffe gehen zu Wasser, die Eigner kommen alle wieder zu uns gefahren. Und hier ist einfach so viel zu tun, dass man einfach nur Lust hat, Boot zu fahren. Und was wir dafür alles machen müssen, was wir an Vorbereitung machen müssen, das zeigen wir euch heute mal in unserem Video. Und ich kann euch aber jetzt schon sagen, wir hatten heute schon ein ganz besonderes Ereignis. Und zwar haben wir heute eine nagelneue Prestige 460 S-Line an Bestandskunden übergeben tatsächlich. Und also das war ein sehr aufregendes Erlebnis. Und wir haben gerade noch einmal mit den Eignern gesprochen und ein kurzes Interview abgehalten. Kommt mal mit, zeigen wir euch direkt. Hallo, ich bin Jana. Wir haben damals 2018 unseren Bootsführerschein gemacht, haben vorher immer führerscheinfreie Boote gechartert, waren dann hier im Hafen bei Aquamarine, waren als allererstes auf der schönen 460. Ich habe mich in dieses Boot Schock verliebt und ich wusste, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem dieses Schiff meins sein wird. Also, bevor wir uns für die Prestige entschieden haben, hatten wir eine schöne sportliche Janot Leader 36. Ein tolles Schiff, super schön, super hell und auch mega sportlich. Allerdings ändern sich mit der Zeit einfach so die Vorzüge und wir brauchen etwas mehr Wohnraum für unsere Zwecke und haben uns dafür ein größeres Schiff entschieden. Ja, wir sitzen jetzt auf unserem Traumschiff, der Prestige 460S. Mein persönliches Highlight an dem Boot ist auf jeden Fall die absenkbare Badeplattform. Es gibt nichts Schöneres, als seine Füße im Wasser baumeln zu lassen oder einfach schön am Glitz sehen, diesem schönen Revier hier zu liegen und entspannt sich zu Wasser lassen zu lassen. Außerdem haben wir hier eine tolle Schiebetür, das war uns sehr wichtig. Wir haben einen wunderbaren, schönen Wohnraum oben und trotz allem ist dieses Boot von der Form mega sportlich. Das ist das, was uns auch immer noch ein bisschen erhalten bleiben sollte und das ist einfach das, was uns an der 460 so gereizt hat. Für uns ist es die schönste Region. Wir liegen hier in der Nähe von Berlin. Wir sind in einem Katzensprung direkt in Potsdam. Allein Werder ist schon immer absolut eine Sehenswürdigkeit. Man entdeckt hier, trotz allem wir hier schon seit 5 Jahren Boot fahren, immer wieder was Neues. Auch nach Brandenburg ist es nicht weit. Also für uns und auch ich denke hier in Europa ist das einfach die schönste Region. Ja, so, dann hoffe ich mal, dass wir uns vielleicht hier in den Marina Hafenauen mal begegnen. Ich wünsche euch viel Spaß. Denkt dran, man hat nur ein Leben. Bis bald, ciao. So, die Sonne scheint. Wir haben sehr, sehr gutes Wetter hier. Wir haben gerade erfolgreich eine sehr, sehr schöne Prestige 460 ausgeliefert. Das Boot liegt am Steg. Die Eigner sind glücklich. Was kann Schöneres sein für einen Bootsverkäufer? Und ich denke mal, wir sollten euch jetzt noch mal so ein bisschen zeigen, was eigentlich dahinter steckt und was wir vorher machen müssen, woran wir denken müssen, wenn so ein Boot zum Beispiel hier in der Halle angeliefert wird und dann ins Wasser geht und dann, wo man natürlich darauf achten muss, wenn das ausgewintert wird, so ein Boot, Dichtigkeit, funktionieren alle elektrischen Einbauten, die vielleicht nachträglich gemacht worden sind. Und ich würde mal sagen, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Viele denken natürlich, dass so ein Verkäufer nur da hinten in der schönen warmen Stube hockt. Aber nein, wir müssen natürlich sehr, sehr oft in die Werkstatt, weil wir sehr viele Sachen mit dem Werkstattleiter koordinieren, zusammen Einbauten, die bei Schiffen noch nachträglich gemacht werden müssen, oder viele die Gewerke, die nutzen natürlich den Zeitraum, um das Ganze hier schön in der warmen Werkstatt zu machen, ne? Und nicht draußen irgendwo bei Regen und bei Sturm. Woran muss ich denken, bevor so ein Schiff ins Wasser geht? Das heißt also, wir haben die Auswinterung. Da sind sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Und zwar muss ich das Boot auf Dichtigkeit kontrollieren. Funktioniert wirklich alles? Sind die Seehähne in Ordnung? Lassen die sich schließen? Druckwasseranlagen, das muss getestet werden auf Dichtigkeit. Füllstoffe von den Motoren. Es wird hier natürlich alles gewartet. Die meisten lassen die Inspektionen hier machen, ob das Ganze wirklich dicht ist, ob wirklich alle Faktoren, alles, was wir gemacht haben, richtig ineinander, alle Zahnräder ineinander greifen, die Motoren vernünftig laufen und, damit der Eigner wirklich viel Spaß hat in der neuen Saison. Oder wenn alles gemacht worden ist hier an den Schiffen, soweit alles abgearbeitet ist, was wir hier zum Beispiel auf den Arbeitskarten stehen haben, dann geht das Schiff raus und dann wird das Schiff ins Wasser gelassen. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt draußen mal an.
Jetzt sind wir hier an unserem sogenannten Kranplatz, wie wir das Ganze nennen. Hier werden die Boote hierhin verfahren mit unseren Hubsystemen. Also wir haben zum einen haben wir Radlader, wo wir Systeme haben für kleinere Boote, die wir hier dann hertransportieren. Oder wir haben natürlich auch für ganz große Schiffe den großen Abi-Trailer, der mit Fernbedienung eben halt gelenkt wird. Und da kriegen wir die Schiffe auf jeden Fall hier zum Kranplatz verfahren. Dann werden sie von hier aus ins Wasser gelassen und natürlich dementsprechend verteilt. Das heißt also, wir haben Hafenkunden, wir haben Neuauslieferungen und Fremdkunden, die hier eigentlich bei uns nicht im Hafen liegen, fahren eigentlich von hier aus gleich zu ihrem eigenen Heimathafen. Und wir haben hier zum Beispiel haben wir unseren Platz, wo wir jetzt sagen, das ist unser Auslieferungssteg. Da werden also die Neuboote, die in die Auslieferung gehen, hier so lange zwischengeparkt. Was wir natürlich hier haben, wie gesagt, die Hafenkunden werden dann gleich von uns in den Stand verfahren und angebunden, sodass der Kunde zum Wochenende nur noch einsteigen braucht und genießen muss. Und jetzt gebe ich noch mal weiter an Kathi, die von unserem Hafen noch mal ein paar Besonderheiten zeigt. Ja, und hier im Hintergrund seht ihr jetzt schon direkt, die ersten Boote sind wieder im Wasser. Wir haben bestes Wetter. Was hat eigentlich unsere Marina alles zu bieten? Wir sind vom ADAC eine 5-Sterne-zertifizierte Marina, weil wir einfach alle Versorgungen direkt an der Steganlage haben. Wir haben den großen Kran bei uns vor Ort. Der Hafen mit über 230 Liegeplätzen ist wellenstark geschützt. Ihr findet uns wie gewohnt am Kilometer Nummer 9 an der Potsdamer Havel. Was soll ich euch sagen? Die Hafenmeister sind wieder im Einsatz. Unter der gewohnten Rufnummer erreicht ihr sie. Wir freuen uns auch, wenn ihr wieder auch als Gastlieger zu uns in die Marina kommt, weil nicht nur der Hafen hat eine ganze Menge zu bieten. Auch die Promenade direkt vor Ort lädt einfach zum Verweilen ein. Wir haben hier die tollen Restaurants, wir haben tolle und wunderschöne Boutiquen hier vor Ort, Einkaufsmöglichkeiten, einen Eisladen und was man alles so haben möchte, man findet bei uns einfach alles vor Ort. Und wenn ihr direkt hinter mich schaut, dann seht ihr, der Hafen füllt sich, die Boote gehen gerade wirklich im Minutentakt ins Wasser. Wir haben endlich gutes Wetter. Die Temperaturen haben es lange vorher nicht zugelassen, dass die Schiffe zu Wasser gehen konnten, dass auch die letzten Winterarbeiten durchgeführt werden konnten. Aber unser Team arbeitet jetzt wirklich mit Hochdruck daran, dass ihr alle so schnell wie möglich in diese Saison starten könnt. Und an dieser Stelle bitte ich euch wirklich ganz inständig auch um ein bisschen Verständnis und auch noch ein bisschen Geduld. Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Boot schon im Wasser ist, dann ruft lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig, damit ihr nicht euch einen unnötigen Weg hierher spart. Denn unser größtes Anliegen ist es natürlich, dass ihr ganz bald wieder hier in unserer Marina seid und endlich wieder in die Saison starten könnt. Darauf freuen wir uns sehr. Ja, und wenn ihr uns weiter auch vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen noch mitverfolgen wollt, dann abonniert unseren Kanal, folgt uns und schreibt uns vielleicht auch in die Kommentare rein, was ihr mal ganz besonders wissen wollt. Und dann machen wir vielleicht auch darüber ein Filmchen. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.